Spiel lebt. Willst du mit Placid reden? Bist du deswegen hier? Ich geh. Geh voran. Rat, geh. Muss ich jetzt ins Auto? Ich habe Angst, dass sie mich umbringen. Gut, steige ich mal ein. Toll. Aber der schuldet mir noch eine Erklärung für die Aktion. So, Bertys Hotel. Triff dich mit Placid in Bertys Hotel. Jetzt komme ich hier in diesen magischen Raum rein. Du Arschgeburt, was war das? Bist zurück. Wie ist das möglich? Ja, wie ist das wohl möglich? Enttäuscht? Ich sollte mein kleines Kunststück aufführen und dann verrecken, richtig? Exakt. Und jetzt will ich wissen, was falsch lief. 10 Netflixer tot. Netzwerk und BBS ist zerstört. Aber du läufst leer. Ich bin eine super Bitch. Ich hätte einen Deal mit Netwatch machen sollen. Denn du hast mir einen Scheiß gebracht. Hast mir einen Parasiten ins Hirn gepflanzt. Ist mir mit Netwatch versaut. Und jetzt habe ich auch noch euch am Arsch. Und Netzschweine sind anders? Hätten den roten Teppich ausgerollt? Nein, du bist Dreck für die. Asse, wir müssen runter. Es ist nicht vorbei. Brigitte! Netwatch kommt wieder. Willst du sie etwa zur Gruft führen? Sie ist nur ein Ragnon, sonst nichts. Sieh dir die Scans an. Das habe ich. Sotti Kunia, vertut mon Sotti. Du musst Brigitte sein. Bist schwer zu erreichen. Du hast was für mich. Du weißt vom Biochip, habe ich recht? Ja, wir müssen seinen Zustand prüfen. Nee, wir müssen gar nichts. Das ist meiner. Geh weg. Was hast du auf den Scans erkannt? Mehr als Placid, ganz klar. Du hast den Biochip erkannt, weil du selbst nach ihm gesucht hast. Wir müssen dich untersuchen. Du hast die Gym nur auf Kosten des Chips überlebt. Ihr wollt in meinem Kopf fühlen? Weiß nicht. Hab ein paar Bedenken dabei, euch blind zu vertrauen. Das Timing war ungünstig. Soll das eine Entschuldigung sein? Du bekommst eine Entschuldigung, nachdem du uns einen Preis für den Chip genannt hast. Wenn er noch nix, ganz... das ist meiner. Der Biochip steht nicht zum Verkauf. Und du reißt ihn mir auch nicht aus dem Kopf. Das Ding war schon vor meinem Ausflug in die Gym im Arsch. Er funktioniert nicht? Mhm. Das nicht. Aber niemand kann ihn mir rausnehmen, ohne dass es mich vielleicht umbringt. Das ist ihr egal. Aber da du den Diebstahl in Auftrag gegeben hast, kannst du mir vielleicht helfen. Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden? Der Name Evelyn Parker. Sagt ihr was? Ah, die Puppe. Die Hure. Sie führte dich also zu uns. Dann war sie wohl doch nicht vollkommen nutzlos. Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich. Aber nicht hier. Wir gehen in die Gruft. Was für die Gruft? Die Voodoo Boys sind echt straight. Wenn wir die nötigen Daten haben, tun wir alles, um dir zu helfen. Na dann, nach dir. Ich weiß ja nicht, ob ich mich hätte darauf einlassen sollen. Ich weiß nicht, ob das klug war. Vielleicht war es auch doof. Aber mich interessiert. Das ist die Gruft. Das ist auch die Kirche. Ihr scheint den Ort jedenfalls zu mögen. Aber ehrlich gesagt, wirkt ihr nicht gerade besonders religiös auf mich. Nee. Wir ließen die Götter auf Haiti, doch hier sind wir auch ohne sie stark. Ist sie gerade weggeglitscht? Oh Gott. Das ist jetzt die Gruft. Also schon mal so eine Gruft. Oh Gott. Hier lang. Geht das noch weiter? Hallo Jungs. Ach du Scheiße. Wieso wusste Placid denn nichts über den Biochip? Er hat ihn in den Scans nicht erkannt. Nur wenige von uns wissen vom Compeki Tower. Aber Placid ist... Yonbet de Bas. Was ist er? Warum leuchtet denn das alles? Will ich wissen, was das hier ist? Warte, Lady. Ich guck mich hier erst noch mal um. Nee, Radio brauchen wir jetzt nicht.
sieht eher aus wie... Also, ja, wie soll ich sagen? Vielleicht rettet mich das ja, wenn ich das hier mache. Wo gehen wir hin? Das siehst du bald. Ich habe das Gefühl, die bringt mich gleich um. Was ist das? Das ist keine Gruft, das ist eine Ruine. Der Watcher hat den Biotap nicht bemerkt. Seltsam. Er hatte keine Gelegenheit. Was für ein Tunnel Gut. ist das? Hätte unsere Arbeit erschwert. Also sie will ganz klar den Chip haben. Aber oh, steht hier der Automat? So random. Ist das ein alter U-Bahn-Tunnel? Oh! Nein, Teil des alten Maglev-Systems. Als doch alle Staaten verbunden waren. Es ist eine Magnetbahn? Wie das Netz brach es nach dem Krieg zusammen. Was ist das denn? Können wir damit fahren? Also, können wir damit fahren? Fluch des Bewusstseins, wie passend. Der Mensch kommt in diese Welt, wie er sie verlässt, weich, schwach und hilflos. Der Tod, die einzige Konstante in diesem chaotischen Universum, kann tragisch oder eine Erlösung sein. Er kann unerwartet kommen oder die wundervolle Krönung eines erfüllten Lebens sein. Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, die sich ständig ihres eigenen unvermeidbaren Endes bewusst sind. Diese übertriebene Faktenverliebtheit ist unser Fluch. Wie viel glücklicher ist die Gazelle, die den Fängen des Geparden entkommt, weil sie meint, dem Tod ein für alle Mal entkommen zu sein, als der arme Tor, der weiß, dass ihn jeder seiner Schritte näher an den Abgrund führt. Irgendwie sehr passend, wenn wir jetzt hinterherlaufen, oder? Ich will dann. Irgendwie habe ich Angst, das zu tun. Aber krass. Ist das eine Magnetbahn? Echt Angst. Ich will das nicht tun. Wer seid ihr alles? Und wer sie? Wir bringen dich in den Cyberspace. Der beste Ort für die Interaktion mit dem Konstrukt. Das heißt, ihr habt eure eigene Syntax-Schnittstelle. Wir haben von allem eine eigene Version. Wir benutzen nichts aus der Stadt. Hör mal, welche Garantie bekomme ich, dass ich zurückkommen werde? Du wirst in unserer Datenfestung sein. Bewacht. Bewacht von euch. Wüsstest du, was im Cyberspace auf dich wartet, würdest du dich nicht beschweren. Was ist der Unterschied zu normalem Netrunning? Die Schnittstelle zeigt dir die Datenebenen direkt aus dem Net. Lesbar. Normale Runner sehen nur eine Karte. Sie sehen nichts unter der Oberfläche. Ihre Tech ist zu schwach dafür. Moment mal. Ich will erst wissen, wofür ihr Silverhand braucht. Wir wollen Alt Cunningham kontaktieren. Wir wissen, sie stand Silverhand nah. Alt? Der Relic, der Arasaka so wichtig war, ist unsere einzige Spur. Alt Cunningham. Schon mal gehört. Oh. Wo denn? Von wem? Wie willst du Alt kontaktieren? Wir schneiden ein unverkennbares Stück aus Silverhands Engramm aus dem Biotech. Was? Alt wird es erkennen. Und antworten sollte nach Jahren jenseits der Blackwall in ihr etwas Mensch übrig sein. Moment, was? Du hast nichts davon gesagt, die Blackwall zu durchbrechen. Jetzt schon. Direction ja. Connecte. Was? Connection stop. Was willst du von Alt? Was wollt ihr alle von ihr? Ich will da nicht ins Nur Eisbad. Alt kann uns sicher über die Blackwall bringen. Kommt der Wandel. Wollen wir auf der Gewinnerseite sein. Der Wandel? Ich hab grad so viel Geld verdient, ich will da nicht rein. Alle, das Eis wäre genug und würde die wilden KIs fernhalten. Doch Technologie entwickelt sich weiter. Es steht eine weitere Katastrophe bevor. Sie kommt bald. Ganz sicher. Die Konzerne,
sehen die Gefahr nicht. Doch wir werden bereit sein. Ja, das interessiert mich jetzt noch. Was genau ist die Black Wall? Ich meine, ich weiß. Du weißt nur, was Netwatch dir erzählt. Die letzte Bastion gegen die Nachkriegs-KI. Der Triumph der Menschheit übers Chaos. Klingt wie die Netwatch-Propaganda am Samstagmorgen. Aber die Black Wall ist selbst eine KI. Die Grenzkondition lässt nichts durch. In keine Richtung. Würden KIs wie Menschen denken, wäre sie ein Verräter für sie. Okay. Johnny, du bist anscheinend der Köder. Ist dir das recht? Ja, scheiß drauf. Mach, was sie sagt. Oh, komm schon. Nicht in die Wanne. Wir müssen dich für den Cyberspace vorbereiten. Die neuralen Anforderungen bist du nicht gewöhnt. Mach keinen Rückzieher, wie. Tu, was sie sagt. Ich hab keinen Bock, mit dir abzuprotzeln. Geil. Tun wir's. Ich habe Angst, dass ich das nicht überlebe. Wer bist du? Was machst du? Geh weg! Okay. Was jetzt? Johnny? Paris Plongy. Zum Absprung? Was für ein Absprung? War ich hier nicht mal schon in so einer strangen Sicht? Kann ich irgendwas scannen? Nee. Wo sind wir? Die Datenfestung. Unser BBS. Was? Das ist es? Die Brücke ins Deepnet. What? Es ist alles so lebendig. So real. Der Cyberspace ist ständig in Bewegung. Er atmet. Die Schnittstelle passt Ebbe und Flut von Daten an die Kapazität deines Gehirns an. Du bist ein außergewöhnlicher Fall. Was? Also, siehst du etwas anderes, als ich sehe? Ja, der Cyberspace ist immer Trouble. Also, wann fangen wir an? Alles bereit. Wir haben deinen Link zu Silverhands Neuralnetzwerk gestärkt, um das Fragment zu fassen. Wir brauchen die Daten zu alt. Nur alt. Es könnte sich ein wenig... Brigitte? Das ist gruselig. Geh weg! Das hört sich nach seinem Auftritt an. Was ist hier los? Das ist der Auftritt. Connection zu Johnny? Ja, Lady? Gott, was für ein Psychoblick. Was? Ach, leck mich doch. Los, Kapsel! Du bist nicht die Band! Das ist keine Solo-Show! Ich bin aber der Einzige, der eine Vision hat. Wie gesagt, solange du keine bessere hast,
Fick dich ins Knie! Scheiße! Nichts am Konzert oder an Carrie? Ha? Haben wir es eilig? Johnny Boy, bist ja ganz in Wallung. Habe ich jetzt Sex mit ihr? So ein richtiges Rockstar-Leben. Runde 2. Geil. Pass auf, Runde 3. Du meine Güte. Ach, das ist alt. Schade, dass es das schon war. Musst du es echt jedes Mal versauen? Immer, wenn ich mich zur Abwechslung mal gut fühle. Wenn du dich gut fühlst? Aber sicher doch. Manchmal kannst du ein richtiges Arschloch sein, Johnny. Hast du es echt auf mich abgesehen heute? Nicht nur heute. Wie kannst du all die Andeutungen nicht wahrnehmen? Echt komisch für einen Künstler. Lief doch toll. Was ist denn jetzt los? Das pisst mich komplett an. Denn du wusstest, auf was du dich einlässt. Ja. Wenn du nur ein charismatisches, narzisstisch veranlagtes Arschloch wärst, das selbstverliebt seinem Traum hinterherjagt, wär's mir egal. Aber? Ist alles aufgesetzt. Das Konzert, Samurai, alles. Eine gigantische Lüge. Du bist kein Rockstar, Johnny. Sieh's an. Was? Du solltest dich den Spinnern an den Straßenecken anschließen, die mit Schaum vorm Mund nieder mit Arasaka brüllen. Ah, verstehe. Reparierst deine Männer gerne, hm? Bist nicht die Erste, die es versucht. Ganz ehrlich? Ich habe Besseres zu tun. Wollte dir nur helfen, einzusehen, dass du dich selbst belügst. Und dass es an dir liegt, etwas daran zu ändern. Hab heute keine Verwendung mehr für dich. Also verpiss dich. Weißt du, ich dachte... Dass das was Ernstes ist? Wir uns nahestehen? So nah, dass du mir wegen was auch immer ans Bein pissen kannst? Hast ja ganz schön Vorstellungskraft. Strange zwischen den beiden. Einfach strange. Wohin gehst du? Hab noch was vor. Meine Boosts sind alle. Typisch. Wir spielen morgen wieder. Aha. Du könntest vorbeikommen. Lass uns abhauen. Willst du ein Schlückchen mittrinken, Silberrocker? Ein andermal, Chumbas. Aber was, wenn's kein anderes Mal gibt? Hm? Johnny Boy? Los, lauf! Hey, was denkst du, wo du hingehst?
Ach, verrückt. Kann ich auch sterben? Ich glaube. Nein! War das jetzt gut oder richtig? Oder falsch? Ich glaube, das war falsch, oder? Lass mich einfach in Ruhe! Was für eine grausame Szene. Johnny! Lass mich los! Also dient das Ganze jetzt dazu, um an Johnnys Erinnerungen ranzukommen. Oh, was ist das? Eine Katze? Knabber mich ja nicht an. Haben nicht ziemlich zugerichtet, was? Ich weiß doch nicht, was jetzt passiert. Ich weiß nur, wir müssen gleich auf jeden Fall eine neue Aufnahme machen. Sonst kackt uns das alles ein wenig ab. Auch vom Speicher her. Ja, es passt noch. Komm, hoch mit dir. Lang nicht gesehen, Johnny. Wann habe ich dich das letzte Mal zusammengeflickt? Vor 2 Wochen? Wie sieht's da unten aus? Junge, ich hab dir so viele Schläuche in den Arsch geschoben, dass man dich als Espressomaschine verwenden kann. Was? Ich sehe keinen Schlauch. Ich hab noch eine künstliche Leber dazu gepackt. Was? Deine alte sah übler aus als eine Tüte voll Scheiße. Großartig. Ewiges Leben, ich komme. Trifft sich gut. Mann, hab ich dich vermisst. Blödsinn. Du Mistkerl konntest dich nicht mal zu einem Holo-Anruf durchringen. Du solltest doch zur Nachuntersuchung vorbeikommen. Du bist wie ein Sohn für mich. Papa. Das sehe ich. Wo ist Alt? Wo ist wer? Die Frau, die bei mir war. Er hat dich gebracht und sonst niemanden. Fuck, sie haben sie. Keiner hat was gesehen. Frag deinen Retter. Meinte, er heißt Thompson. Ben Watson, das warst du? Wir müssen reden. Okay. Okay. Ist zwar nur Stückwerk, aber die Naht sollte halten. Ruh dich aus. Ein paar Stunden. Damit sich die Stiche beruhigen können. Aha. Johnny. Ach, vergiss es. Du hörst eh nicht auf mich. Was hast du gesehen? Nicht viel mehr als du. Die wollten sie. Du warst halt im Weg. Und du standst nur eierschaukelnd rum, blöd glotzend und von morgen träumend. Hätte ich mich eingemischt, hätte er uns beide zersäbelt. Hast du seine Reflexe gesehen? Natürlich nicht. War zu schnell dafür, hm? Tech wie diese findet man nicht auf der Müllhalde. Okay, und was willst du? Also, was willst du? Eine Story? Was Krasses für die Screamsheets? Deshalb hast du mich von der Straße gekratzt? Nö, hatte meine Story schon. Aber dann haben ein paar Typen sie in den Van geschmissen und sind abgerauscht. Hast du vor, was zu unternehmen? Die war doch dein Output, oder nicht? Geht dich ein Scheiß an! Unentschlossen, was? Ja, soll zwischen euch ganz schöne Spannungen gegeben haben. Ehrlich, mich interessieren euer Liebeskram und eure Sexkapaden null. Ich will wissen, warum Arasaka sie gekrallt hat. Dass sie Alt entführt haben. Nur Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht's um mich. Sie haben Alt entfernt. Weißt du überhaupt, womit sie ihr Geld verdient? Die Schnitte ist einer der besten Runner, die es gibt. Okay. Ach, krass.
Geil. Erstmal einen Schluck saufen. Arasaka wollte sie haben. Entführung ist für die eine standardmäßige Maßnahme im Konzernwettstreit. Moment. Alt wollte dich heute Abend treffen. Hat gesagt, sie könnte meine Hilfe gebrauchen. Hatte auch Grund dazu. Saka hat es schon mal probiert, nur dass Alt ihn damals durch die Mantisklingen schlüpfen konnte. Meinst du, sie hatte Angst und hat sich an dich gewendet? Yep. Und ehrlich gesagt verstehe ich langsam, warum. Okay, was wollen die? Soulkiller, eine KI. Schon mal gehört? Ah, klar. Großstadtlegende mit einem echt beschissenen Namen. Von wegen Legende. Soulkiller existiert. Und deine Chumbas bei Saka haben gerade die angeheuert, die sie geschrieben hat. Stell dir das mal vor, wenn Saka Soulkiller nach Belieben einsetzen könnte. Übel, ganz übel. Kannst du dir das vorstellen? Nichts wird Arasaka stoppen können. Cool. Erzähl mir den Rest unterwegs. Hör ich da massive Zweifel raus? Älteste abgedroschene Story der Welt. Arasaka wollte mich provozieren. Und es hat geklappt. Okay, krass. Also, wir werden die Ripperdog-Klinik verlassen. Können wir eigentlich auch speichern? Tatsache. Nein, nicht möglich. Uff. Also dann, wie sieht's aus? Kommst du mit? Mit wohin? Arasaka Tower, um Alt zurückzuholen. Nur wir beide? Sind bei dir ein paar Kontakte lose? Lass auf dem Weg im Atlantis vorbeischauen. Hab da ein paar Chumbas. Ich warte im Wagen. Aber nicht ewig, okay? Du wirst so lange warten, wie es sein muss. Wo zur Hölle ist Rogue? Oben sitz. Entspann dich. 5. August 2013.